Don't get mad. Get invested. Okay. Ja, hier kommt der Grund, warum Sie alle noch nicht in Bitcoin investiert haben. Nur Zocker, nur Verrückte und Betrüger. Ja, selbst meine Kinder weigern sich, nachdem sie jetzt fertig mit der Ausbildung sind, einen Job sich zu suchen, weil sie sagen, warum soll ich 8 Stunden am Tag im Büro sitzen, wenn ich am Monatsende genauso viel verdiene, wie ich mit einer Bitcoin-Transaktion machen kann. Und da fällt es meinem Vater ziemlich schwer, ihnen zu erklären, warum sie das tun sollten. Ja, eine Freundin hat mir neulich erzählt, beim Snowboarden, macht gerade Abitur, die Kids in der Schule denken ernsthaft darüber nach, ihr Abitur zu schmeißen, weil der Stoff, der ihnen da vermittelt wird, kommt ihnen so weltfremd vor. Und inzwischen haben sie alle von Bitcoin gehört und Cryptocurrencies. Warum kann man sich sein Glück dort versuchen? Also, es entwickelt sich einiges, oder um besser zu sagen, es gibt sehr viele Verrückte. Ja, selbst meine Handwerker, ich baue gerade einen Bauernhof um, fragt mich doch neulich mein Schornsteinfeger, kurz vor Weihnachten, sagen Sie mal, Sie erzählen doch immer was von Bitcoin und so, lohnt sich das noch? Ich dachte, mein Schornsteinfeger fragt mich? Ja, und mein Fliesenleger, sag mal, können wir nicht die Rechnung in Bitcoin machen? Ja, also es spricht sich langsam rum, ja. Insofern kann sich jeder mal die Frage stellen, was das für ihn bedeutet. Aber, wie gesagt, wir reden ja gerade darum, warum ihr noch keine Bitcoins habt. Und abgesehen von den Verrückten, die da rumrennen und zocken und spekulieren, gibt es natürlich auch noch andere. Die bösen Hacker. Nein, das sind die Hacker. So, und diese Hacker, ob ihr es glaubt oder nicht, früher oder später kriegen sie jeden. Ja? Vielleicht sind sie gerade hier im Raum. Vielleicht hängen sie im Wi-Fi und hängen jetzt auf euren Telefon, weil ihr gerade eingeloggt seid, und checken, ob ihr eine Bitcoin-Wallet auf dem Rechner habt, auf dem Mobile-Phone, und rauben euch aus. Kann alles sein. Nicht umsonst gab es wirklich die größten Betrügereien im Bitcoin-Umfeld. An Mt. Gox kann sich jeder sicher noch erinnern. Schon ein paar Jahre her. Wurden um 460 Millionen Dollar leichter gemacht. Coincheck, ziemlich aktueller Fall gerade, 500 Millionen Dollar, japanische Börse auch. Und Binance, eine andere Exchange für Krypto, hat gerade ein Kopfgeld von 250.000 Dollar ausgelobt, um den Hacker zu bekommen, der bei ihnen das System gehackt hat und angefangen hat, irgendwelche Altcoins zu verkaufen in Bitcoin, ohne dass irgendein Kunde involviert war. Ja, das ist nur eine weitere Gefahr. Scams, ja. Also jeder, der sich in diesem Feld bewegt, wird früher oder später in irgendeiner Art und Weise einem Betrüger über den Weg laufen, der ihm entweder versucht, einen Fake-ICO unterzuschieben, um Geld einzusammeln, oder auf irgendeine andere Art und Weise einem eine E-Mail zu schicken, um halt an seine Daten ranzukommen. Wallets werden gestohlen, ja, weil man hat natürlich schon eine eigene Verantwortung, diese Sachen aufzupassen. Einem Freund von mir ist es in der Tat passiert, er hat einen Trojaner auf seinem Laptop, hat es nicht gemerkt, die Jungs sind immer da und passen auf. Da läuft ein Demon im Hintergrund, und wenn man sich dann irgendwo anmeldet, wird der Keylogger alles feinsäuberlich mitdokumentieren, und anschließend meldet sich jemand anders dort an und räumt dir das Konto leer. Passiert alles. Nicht umsonst haben alle Bitcoiner und alle Krypto-Jungs absolute Paranoia. Ja? Also es geht so weit, dass sie sich die Wi-Fi-Chips aus ihren Laptops auslöten, um sicherzugehen, dass er auf keinen Fall selbstständig jetzt irgendwie ins Internet gehen kann. Ja? Und ich habe das natürlich jetzt im Laufe der Jahre auch gelernt. Ich muss sagen, inzwischen habe ich auch Paranoia. Ja? Also man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Und das ist ein weiterer Fakt. Ja, nächstes Argument, ganz klar. Es ist doch alles illegal. Da sind nur Drogendealer, Waffenhändler, Pornohändler und Glücksspieler unterwegs. Und früher oder später wirst du verhaftet. Ja, die gibt's auch, ganz klar. Und es ist so furchtbar volatil, ja, um Gottes Willen. Total ungeeignet als Währung, 50% runter in einer Woche, 100% wieder rauf in 2018, also
ohne Quatsch. Ja, man hätte in 2018 mit Krypto 100% machen können. Und ich meine, wir haben jetzt gerade mal März. Ne? Nirgendwo anders ist es so crazy wie dort. Die ganz großen Jungs sagen, ah, too small to care. Ja, was geht uns das Zeugs an? Wir reden über die großen Assets und ja, das große Geld und so weiter, das ist unbedeutend. Aber es kommt. Ja? Und ich glaube, nicht eine andere Branche ist bisher so schnell, in so kurzer Zeit gewachsen wie die Kryptobranche. Dann hatten wir heute auch schon das Energiethema, ja, als es quasi gar nicht gehen würde, die ganze Welt auf Krypto umzustellen. Oder besser gesagt, hier war die Rede von Bitcoin. Ja, halte ich für ein Gerücht, weil die Branche ist natürlich auch nicht dumm. Aber was es mit Sicherheit ist, es ist die mit Abstand größte Blase, die die Erde je gesehen hat. Ja, wir haben hier mal so ein historisches Chart von den großen Bubbles, die es so gab in der Welt. Und dieser rote Pfeil nach oben, das ist Bitcoin. Ja, toll. Ja, da gibt es noch andere Blasen, an die kann man sich gar nicht mehr erinnern. Die Tulpenblase wird jetzt immer gerne angeführt. Ja, ist ja wie die Tulpenblase. Dann gibt es hier die Mississippi-Bubble, an die können wir uns wirklich nicht mehr erinnern. Aber wir können uns auch an die Internetblase erinnern, 2000. Die verschwindet hier unten irgendwo. Ja, also war geradezu ein Witz im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Ja, insofern kann man sich schon die Frage stellen, muss ich jetzt verrückt werden oder soll ich da rein investieren? Ja, was soll ich machen? So, und da wir ja heute hier auf dem Unternehmertag sind und er natürlich auch ein sehr schönes Motto hat, ja, wie viel Mut braucht man eigentlich, um sich auf solche neuen Sachen einzulassen, möchte ich das ein bisschen mehr stressen. Ja. Und ich will Ihnen heute gar nicht erklären, wie die Blockchain oder Bitcoin funktionieren. Die Hausaufgaben muss schon jeder selber machen. Dafür gibt es jetzt inzwischen genügend Beiträge, Videos und so weiter und so fort. Und Sie haben es sicherlich ja alle schon ein paar Mal gehört. Einen Rat kann ich Ihnen nur geben, hören Sie nicht auf das, was in den Zeitungen steht. Ja, da steht wirklich nur Quatsch. Aber es gibt genügend Quellen, wo man verstehen kann, wenn man es möchte, wie funktioniert es denn, was gibt es alles und so weiter und so fort. Ich will eigentlich eher Unternehmer heute ansprechen und Investoren, die sich die Frage stellen, ist das jetzt was für mich oder nicht? Ja? Und die Frage in meinen Augen ist in der Tat, hängt sehr stark mit Mut zusammen. Ja? Bin ich mutig genug, in ein neues Thema zu investieren, von dem ich vielleicht in einer Sekunde noch nicht so viel verstehe, aber irgendwie das Gefühl habe, es hat Bedeutung. Ja? Und wir haben es ja heute schon ein paar Mal gehört. Dann muss man sich halt mal die Mühe machen und darüber nachdenken oder sich ein bisschen informieren. Daher vielleicht mal so ein, zwei Worte zu mir. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich war also vor 4 Jahren schon mal hier. Da war das Thema digitale Revolution. The winner takes it all. Na, also wer damals in Bitcoin ging, fühlte sich als Winner, auf jeden Fall. Ja, da habe ich so ein bisschen mehr erklärt, wie die Blockchain eigentlich funktioniert und so weiter und so fort. Und dieses Chart hier ist quasi aktuell der Tag, an dem ich sozusagen, also was ich letztes Jahr vor 4 Jahren aufgelegt habe, das ist quasi die Bitcoin-Kurve 2014, ungefähr so, naja, so ein paar Monate davor. Ja, so sah das aus. Und wir haben exakt über die gleichen Dinge gesprochen. Wir haben gesagt, ist doch eine Riesenbubble, sieht man ja. Ne? Exponentielle Steigung und wird in sich zusammenfallen. Wahrscheinlich jetzt zu spät, jetzt brauchen wir nicht mehr investieren. Hätte man vorher machen müssen, als er hier unten bei 50 oder bei 100 war. Ja? Und er ist dann von 100 auf 1000 Dollar gestiegen. Und alle sagen, okay, jetzt ist es zu spät, jetzt brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Ja, heute? Wollen wir gucken? Achtung, Kurve merken. Ups! Ich habe das Chart gewechselt. Sieht fast genauso aus, ha? So, was ist jetzt passiert? Okay. 2018, da steht's ja. Aber jetzt kommt es richtig spannend. Jetzt legen wir mal die beiden Kurven auf eine. Und jetzt sehen wir, upsa, da vorne war 2014. Das war der Tag, an dem der Unternehmertag 2014 stattfand. Und das hier plus minus, ich muss ja letzte Woche schon die Slides abgeben, ist der Tag, wo wir heute sind. Ja, also wer damals dachte, oh Mann ey, viel zu spät, ja, brauche ich nicht mehr einsteigen. Hätte mal. Naja, hätte. Aber es ist trotzdem noch nicht zu spät. Das ist die gute Nachricht. Ja? Was qualifiziert mich eigentlich, Ihnen das hier heute alles zu erzählen? Und in der Tat, was hat mich eigentlich bewogen, einzusteigen? Und dazu vielleicht mal ein ganz kleiner Ausflug so in meine Geschichte. Ich bin also dieser zweite Ossi, nachdem vorhin Präsident Gauck gefragt hat. Der saß hier vorne.
Und die Ossis haben insofern natürlich so, ja, halt eine besondere Vergangenheit. Wir sind halt aufgewachsen, haben alles gesehen, was es so war, auch noch in Berlin, also in Ost-Berlin und West-Berlin. Also da hat man natürlich auch alles gesehen, was es da gab. Man war so ausgehungert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und nichts von dem war da. Insofern waren wir natürlich übermotiviert und jede Opportunity, die sich gegeben hat, haben wir versucht zu nutzen. Unter anderem habe ich die Opportunity genutzt, als dann Ungarn es ermöglicht hat, in den Westen abzuhauen, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, um dann relativ kurze Zeit später Unternehmer zu werden. Also sind schon noch ein paar Jahre vergangen, aber wir haben dann Zanos gegründet, ein Online-Marketing-Unternehmen, was damals genau in der Bubble, in der Tech-Bubble gestartet ist, nämlich 2000, ja, erinnern wir uns noch, Internet-Chunk, es gab kein Geld mehr, es war alles vorbei. Und wir haben daraus ein Unternehmen aufgebaut, was ja, ungefähr 400 Mitarbeiter hatte, vertreten war eigentlich weltweit. Und dann bei einem Umsatz von ungefähr 300 Millionen Dollar haben wir in 2007 verkauft an Axel Springer und die Publigruppe aus der Schweiz hier. So, ja, danach habe ich nach der nächsten Opportunity gesucht. Achso, dazu wollte ich noch zu sagen, ja, Opportunity Selling ist auch, hat auch ein bisschen was mit Mut zu tun, ja, und wo man irgendwann sagen muss, ich muss mich entscheiden, zu verkaufen oder auch nicht. Gut, dass ich es gemacht habe, ja, wir haben 2007 verkauft, 2008, wir erinnern uns, Finanzblase, poing, ja, hätte man nichts mehr verkaufen können. Insofern Glück gehabt. So, dann sind wir nach Silicon Valley, haben dort ein paar Jahre gelebt. Das war für mich, ja, wie ein zweites Studium. Also ich bin sozusagen richtig tief in die Startup-Industrie eingestiegen, habe in der Zeit in, ja, ungefähr 200 Startups investiert und war, sagen wir mal so, technisch auf der Höhe, was ist top-notch an Technology und so weiter und so fort. Kam dann zurück und in der Sekunde war plötzlich Bitcoin da und insofern war ich einfach ready. Ja, ich war halt bereit. Und dann brauchte man nicht mehr so viel Mut, es zu tun. Insofern habe ich dann 2013 auch meinen ersten Bitcoin gekauft. Aber das war jetzt nicht der entscheidende Punkt. Wir wollen ja nochmal über Sie reden. Ja, wer halt noch keine Bitcoin hat, dem möchte ich nochmal folgendes Chart zeigen. Also wir gucken uns nochmal diese verrückte Bitcoin-Blase an. Das ist ja gar nicht Bitcoin. Das ist ja die Geldmenge der US-Dollar. Upsala. Sieht ja mindestens genauso schlimm aus wie die Bitcoin-Kurve. Insofern mal die Frage, wer fühlt sich denn noch sicher in Dollar und Euro hier im Raum? Keiner? Wer hat denn schon Bitcoin? Okay, da sind schon ein paar. Ja, of course. Ja, und was mit euch? Da ist noch einer. Naja, muss man sich mal überlegen. Also, wir gucken uns mal an, so die Größenverhältnisse. Chart ist nicht mehr ganz aktuell, müsste man eigentlich ein bisschen aktualisieren. Also, wir sehen jetzt sozusagen die verschiedenen Märkte. Ja? Und die Größe der Märkte, hier unten ist Bitcoin, ist inzwischen ein bisschen größer. Ja? Also, wie gesagt, ist jetzt wahrscheinlich hier so hingerutscht oder da. Aber trotzdem, ja, wir sind immer noch ganz früh. Also, verglichen zu, und insofern haben die Big Boys, wenn sie sagen, ja, too small to care, durchaus recht. Ja, es ist immer noch sehr klein. Also im Vergleich zu den richtigen Asset-Märkten, über die wir uns eigentlich so den Kopf zerbrechen, sind wir immer noch ganz am Anfang. So, und insofern, wenn wir uns nochmal die Kurve von eben anschauen, vielleicht doch nur eine Gelegenheit, da jetzt einzusteigen. Also ja, wie Philipp schon in der Anmoderation gesagt hat, wer damals 100.000 investiert hätte, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber zumindest hat sich die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes von damals 10 Milliarden auf heute ungefähr 500 Milliarden verändert. Also 50x, ja, nicht 10x, 50x. Schon mal gehört irgendwo? Never. Ja, unter anderem eben auch wirklich Coins dabei, die gab es damals gar nicht. Also 2014 finden wir zum Beispiel kein Ether. Ja. Ethereum war noch nicht da. Ja. Phoenix aus der Asche, bumsch. So, naja, es tut sich dort einiges. Also damals hatten wir ungefähr 200 Coins gelistet auf der Plattform und heute ja, über 2000. Ja, also es entwickelt sich. Ich hatte damals prophezeit, das wären bestimmt Millionen Coins. Glaube ich immer noch, ja, weil ich denke, die Coins werden so viel ersetzen, dass da ja, am Ende Millionen draus werden. So, aber wer mir nicht glauben möchte, der glaubt vielleicht diesen Jungs hier. Das sind alles große Believer in Bitcoin. Fangen wir mit Conny an. Ja.
Also mir hat er ja erzählt, ja, er hat sich damals Bitcoin gekauft. Und ich glaube es ihm auch. Vielleicht ist er jetzt nicht zum größten Krypto-Investor geworden, aber es ist noch nicht so spät, Conny. Ja? Aber es gibt viele, viele andere, ja, die sind wirklich ganz mutig, ganz entschlossen, sind die reingegangen und also auf den einen oder anderen bin ich echt neidisch, ja, dass ich gesagt habe, Mann, ich habe es auch gesehen, ich habe es auch gewusst, warum habe ich nicht entschlossener gehandelt? Zum Beispiel, Tim Draper, ne, war offensichtlich vor 4 Jahren hier, also ob es nur wirklich stimmt, ob mein Speech ihn dazu bewegt hat, seine 30.000 Bitcoin zu kaufen. Also er hat der amerikanischen Regierung in der Versteigerung 30.000 Bitcoin abgekauft, die vorher auf Silk Road, das war so ein Online-Store, auf dem Waffen und Drogen gehandelt wurden, quasi konfisziert wurden. Und er damals wirklich, also Respekt, muss ich sagen, da hat die ganze Branche gezuckt, ja, wie der 30.000 Bitcoin einfach mal so gekauft hat. So, was die heute wert sind, kann man ja ausrechnen. Aber noch schärfer sind die Winklevoss-Brüder hier, die beiden Jungs hier unten in der Ecke, ja. Das sind die Typen, die Ärger hatten mit Mark Zuckerberg, weil er ihnen ihre Idee geklaut hat. Und dann haben sie eine Kompensation bekommen, so von, ich glaube, ungefähr 30 Millionen Dollar. Und dann haben die doch ernsthaft davon 11 Millionen in Bitcoin gesteckt. Und zwar so im Jahr 2012, 2013. Die sind jetzt die ersten Bitcoin-Milliardäre. Absolut unglaublich. Ja, aber auch viele, viele andere. Ich habe hier noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel Sir Richard Branson hat gerade 30 Millionen in BitPay investiert. Ist ein Krypto-Payment-Dienstleister. Peter Thiel hat mehrere hundert Millionen gerade in Bitcoin investiert. Da gibt es jetzt keine konkrete Zahl. Steve Wozniak hier, der Co-Founder von Apple, ist auch absolut überzeugt von der Technologie und sagt, Krypto ist viel besser als Gold und Fiat. Mark Cuban, 10% ist Pflicht in Krypto. Ist auch unter uns gesagt meine Empfehlung. Ja, also nicht zu euch hier, aber so Leute, die quasi ein normales Leben führen und ein normales Gehalt bekommen, denen gebe ich eigentlich immer den Rat. Du, 10% kannst du nichts falsch machen. Jeden Monat, damit hast du sozusagen deinen Beitrag geleistet. Ja. Ja, und ein Schweizer natürlich auch. Daniel Gutenberg ist heute nicht da, habe ich noch nicht gesehen. Aber er war auch damals, glaube ich, 2014 hier. Inzwischen ein ganz großer Fan. Haben gerade eine riesengroße Blockchain, also Crypto-Finance-Konferenz in St. Moritz Anfang des Jahres gelauncht. Da ist er Founder und unterstützt das Thema, glaube ich, sehr. Also, was verbindet die Leute? Ja, was ist die Vision? Ich will jetzt nicht nochmal alle Argumente so bringen, aber es gibt so ein paar Main-Argumente, ja, die sozusagen dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, hier ändert sich was, was richtig groß ist. Also Sie sehen alle, dass die Technologie Blockchain in der Lage ist, den Middleman zu cutten, ja, und Trust durch Software zu ersetzen. Also überall dort, wo heute Dinge passieren, man braucht noch einen Middleman oder man braucht Vertrauen und solche Dinge, jetzt ist man in der Lage, diese Dinge mit Software abzubilden. Ja? Und das macht es natürlich viel skalierbarer. In meinen Augen ist es wirklich eine Technologie, die jede Industrie disrupten wird. Jede. Ja? Und ich habe es mir inzwischen quasi zum Hobby gemacht, ja? Dass ich hingehe und mir ein Produkt oder ein Service angucke oder auch einfach nur eine Company und überlege, was würde passieren, wenn man da irgendwie Blockchain reinbringt. Ja? Und es gibt immer einen Weg. Ja? Ist nicht vielleicht immer optimal und so weiter, aber im Prinzip kann man sich wirklich für jede Industrie und für jeden Business Case vorstellen, wie er durch die Blockchain disrupted wird. Die Blockchain oder Kryptowährung ist so gesehen das fehlende Teilchen oder das fehlende Teil, um sozusagen alle Prozesse zu automatisieren. Ja, wirklich alle Prozesse. Produktionsprozesse, Planungsprozesse, Verwaltungsprozesse, also alle sich wiederholenden Tätigkeiten kann man jetzt mit Software abbilden und vor allen Dingen noch besser, man kann sie auch mit einer finanziellen Transaktion verknüpfen. Das heißt, jeder kleine Arbeitsschritt, der irgendwo passiert, wird dokumentiert, transparent gemacht und auch über die Blockchain vergütet. Ja? Also das ist jetzt eigentlich die nächste Form der Industrierevolution, ja, die wir schon mal hinter uns hatten, die wirklich für die totale Automatisierung sorgen wird. Jill hat gerade etliche Schlüsseltechnologien auch genannt, die natürlich am Ende des Tages alle durch die Blockchain verbunden werden und
dann kommt dieses große Rad sozusagen in Gang. Eine weitere Grundidee dabei ist, dass man in der Tat voll auf Dezentralisierung setzt. Ja? Bedeutet, selbst Unternehmen wie Google, Facebook, also alle quasi zentral organisierten Organisationen, behaupte ich mal, werden disrupted, werden abgeschafft. Es wird alles dezentralisiert, weil es ist sicherer, es ist nicht angreifbar, es ist nicht regulierbar, es ist auch nicht manipulierbar. Insofern, der Trend, der mit der Blockchain einherkommt, ist halt, dass alles dezentralisiert wird. Und selbst Companies wie Uber, ja, werden morgen vermutlich schon wieder disrupted durch einen Wettbewerber, der eben dezentral organisiert ist, weil er damit vermeidet, dass es zum Beispiel in Deutschland reguliert wird, ja, oder abgeschaltet wird, aber so immer, weil es gibt einfach keine zentrale Entity, ja, so wie bei Bitcoin. Es gibt keine CEO, es gibt keine Marketingabteilung, es gibt quasi niemanden, der angegriffen werden kann. Okay, ich sehe, die Zeit wird ein bisschen knapp, ich will ein bisschen auf die Tube drücken. So, also, Dezentralisierung, ganz wichtiges Stichwort. Und um es einfach mal zusammenzufassen, ja, in meinen Augen, was hier passiert mit der Blockchain und wie es die Welt verändern wird, ist ungefähr so, als hätte man den elektrischen Strom und das Internet am gleichen Tag erfunden. Ja. Das muss man sich vorstellen, was sozusagen das für einen Impact hätte. Und das ist so ein bisschen mein Vergleich mit der Blockchain. So, also, die entscheidende Frage ist in der Tat, what are you trying to tell me? That I can trade my Bitcoin for millions someday? No, Neo. I am trying to tell you that when you are ready, you want to have to. Ich übersetze mal kurz. Also wer heute noch denkt, dass die Frage ist, macht es denn noch Sinn, in Bitcoin zu investieren, damit der Kurs noch weiter steigt und ich damit ein paar Millionen mache, der hat den Schuss nicht gehört. Der hat es nicht verstanden, worum es geht. Es ist das Ende der alten Welt. Wir werden den Tag erleben, wo es keinen Sinn mehr macht, seine Bitcoin zu verkaufen und dafür Euro oder Dollar zu nehmen. Sondern wir werden uns alle darüber den Kopf zerbrechen, wie kriege ich eigentlich meine ganzen Assets in Richtung Krypto geschoben. Insofern, für mich steht die Frage überhaupt gar nicht mehr zu verkaufen. Es gibt nur noch ein einziges Wort, das ist HODL. Kaufen und halten und warten. So, und das wird am Ende des Tages dazu führen, ja, dass auch unsere Industrie hier, ja, die VC-Industrie, Investoren bis zur Wall Street, sage ich, brauchen wir alles nicht mehr. Wird alles über Kryptowährung abgewickelt werden oder ersetzt werden. Weil es ist halt die Demokratisierung letztendlich sämtlicher Prozesse, auch von Finanzierungsprozessen. Und insofern, was ich sehe, ist, dass die größte Transformation, die Zivilisation hier jemals erlebt hat, uns unmittelbar bevorsteht. Und diese Technologie ist sozusagen maßgeblich dafür verantwortlich. So, jetzt kommt mein letzter Slide. Was ich nicht möchte, ich möchte nicht das, was sozusagen in der Branche gerade am meisten diskutiert wird, nämlich FOMO. Fear of missing out. Ja? Verlustangst. Das ist das sozusagen, was die meisten heute treibt, da mitzumachen. Aber natürlich aus einem anderen Grund, weil sie damit schnelles Geld verdienen wollen. Wir hier haben, glaube ich, diese Sorgen gar nicht. Und insofern sollt ihr es auch nicht fürs Geld tun. Aber ich denke, auch das, was Präsident Gau gesagt hat, wir Unternehmer und Investoren haben natürlich eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, unsere Gesellschaft zu gestalten. Wir haben eine Verantwortung, unsere Welt zu gestalten. Und ich denke, Krypto ist auf jeden Fall eine Antwort, auch auf die ganzen Probleme, die wir heute gehört haben, diese Weltordnung zu verändern. Ja, ich gehe davon aus, dass in der Tat selbst politische Ordnung, lokale Staaten, so wie sie heute existieren, ihr Ende erreichen und die Menschheit eigentlich reif ist für eine cosmopolitan Welt-Community. Und das sind letztendlich auch die Ideale, die hinter den Erfindern und den Supportern von Bitcoin und der gesamten Blockchain stehen. Das sind die Treiber. Und dazu gehört natürlich Mut, sich dem anzuschließen, aber das ist genau, was ich eigentlich heute hier machen möchte. Ich möchte euch ermutigen, euch damit zu beschäftigen, zu verstehen, was da passiert und dann zu aktiven Supportern zu werden von dieser Technologie. Ja, natürlich mit euren Taten und mit eurem Geld. Gut, danke, das war's.